Hey meine Lieben, nach meinem letzten Video, wo ich mich schon mit der Kohlemaske gezeigt habe, kamen so viele Anfragen von euch zur täglichen Hautpflegeroutine und welche Masken und Peelings zu eurer Haut passen. Ganz ehrlich, dafür braucht ihr eine echte Hautpflegeanalyse von eurer Mary Kay Beraterin und anschließend auch eine Beratung, welche Produkte dazu gehören. Heute zeige ich euch nochmal eine Variante, die ich gerne nutze, das sogenannte Multimasking. Ich habe eine Mischhaut, das heißt meine T-Zone, Stirn, Nase, Kinn, neigt dazu etwas öliger zu sein und wenn ich Pickelchen mit Esser habe, dann sicher in dieser Zone. Während meine Wangenpartie etwas empfindlicher ist, weil ich von Natur aus eine Kuperose habe, die ich aber mit der Systempflege von Mary Kay perfekt im Griff habe. Ne? Man sieht fast gar nichts davon. Aber deshalb nutze ich gerne hier in der Wangenpartie noch andere Masken, die meine Haut mehr beruhigen und weniger eben ne, wie die Kohlemaske durchreinigen. Hier diese Partie ist bei mir eher selten von Pickeln und Mitessern betroffen. Deshalb werde ich heute beim Multimasking die Pink Clay Maske zusätzlich verwenden. Die ist genial, die duftet himmlisch und die beruhigt die Haut und versorgt sie mit allen Spurenelementen, die die Haut braucht. So, ich habe sie jetzt schon mal aufgetragen mit unserem tollen Maskenapplikator und ihr seht, dass man sie kaum sieht bei meiner Hautfarbe, weil sie in etwa meine Hautfarbe hat. Scherzhafterweise, ich sage dazu immer Sahne-Leberwurst-Maske, weil die so ein bisschen aussieht wie eine Sahne-Leberwurst. Aber sie riecht total lecker nach Blütenessenzen und sie beruhigt die Haut, versorgt sie und genau, nimmt Rötungen weg, ist also die perfekte Maske für Menschen, die ihre Haut vitalisieren wollen, vor allen Dingen reinigen wollen, aber auf eine ganz sanfte Weise. Okay, das Ganze lassen wir jetzt mal 20 Minuten drauf, dann melde ich mich wieder bei euch. Okay, meine Lieben, schaut mal, so sieht es jetzt nach 20 Minuten aus. Ihr seht, dass die Maske unterschiedlich angetrocknet ist, unterschiedlich gewirkt hat, an manchen Stellen stärker, an anderen ein bisschen weniger. Und genau so soll es sein. Ich gehe sie jetzt abwaschen und danach werde ich ein Serum auftragen, damit meine Haut richtig viele Vitamine jetzt im Frühjahr bekommt. Macht's gut, meine Lieben, bis zum nächsten Video.